Im dänischen Aarhus findet derzeit eine besondere Kunstausstellung statt, Sculpture by the Sea. Ursprünglich kommt diese Veranstaltung aus Australien. Seit 1997 findet sie jedes Jahr am Bondi Beach bei Sydney statt. Gründer ist David Handley. I just love the idea that in this very commercial age of producing something that was free to the public. And so many people in Australia have supported this financially, and 500,000 people come to see our Bondi exhibition in just 3 weeks. Diese kostenlose Ausstellung gibt es jetzt also auch in Dänemark. Zum ersten Mal findet Sculpture by the Sea damit außerhalb von Australien statt. And the original idea for the Aarhus exhibition came from the Crown Prince and the Crown Princess of Denmark when they were getting to meet each other and know each other in Australia. They thought, let's do one of these in Denmark. And that's why we're here. Kronprinz Frederik und seine Frau Mary, die gebürtige Australierin, sind auch die Schirmherren der Ausstellung. Ausgerichtet wird sie von den australischen Veranstaltern und dem AROS, dem Kunstmuseum von Aarhus, das 2004 eröffnet wurde. Die Kunst zum Anfassen nun also auch in Nordeuropa. Die Dänen sind begeistert von den unterschiedlichen Kunstwerken. I walk here almost every day with my dog. And although the nature changes and so on, it's really fun to see all these sculptures in the same area. Einige Skulpturen sind sehr weit gereist. Viele stammen von australischen oder neuseeländischen Künstlern. Einige kommen aus den USA, Japan oder Europa. Unter den Künstlern ist auch Jörg Werner Schmidt aus Deutschland. Das ist ganz spannend hier. Das ist auch ein besonderer Ort, hier zu sein. Nicht nur das Wasser oder das Land, aber auch die Menschen sind sehr freundlich, sehr, sehr aufgeschlossen. Und es macht unglaublich Spaß hier. Es entsteht so ein Schwung, wenn man hier ist. Bis zum 28. Juni sind die Skulpturen noch in Aarhus zu sehen. Egal zu welcher Tageszeit, Sculpture by the Sea ist eine der wenigen Ausstellungen ganz ohne Öffnungszeiten.